Du denkst über eine ISO 9000 Einstellung nach? Ich rate zur Vorsicht und in diesem Video erfährst du warum. Bleib dran! Okay, also prinzipiell ist es natürlich nicht verkehrt, eine ISO-Schulung durchzuführen. Definitiv. Ne? Du hast die Erwartungshaltung, dass du mehr über die Norm lernen möchtest. Du möchtest nicht nur quasi nachlesen, was in der Norm drinsteht, sondern auch verstehen, was darunter gemeint ist. Ja? Du möchtest auch Praxiswissen ins Feld rollen, du möchtest verstehen, wie andere Betriebe oder wie Betriebe letztendlich diese einzelnen Anforderungen umsetzen, um dann gewisse Ideen auch mitzunehmen, wie du letztendlich das für dich und dein Unternehmen nutzen kannst, ne? Oder wie du es in deinem Unternehmen umsetzen kannst, diese ganzen Anforderungen, die die Norm mit sich bringt. Ne? Und absolutes Verständnis dafür, aber genau da ist das Problem, ja, oder die Herausforderung, weil die meisten Schulungen, ja, also die ich kenne jedenfalls, ich kann ja nur über die reden, die ich kenne, sind sehr kompliziert. Sehr kompliziert, warum? Weil sie sehr theorielastig sind. Ja. Das ist einfach Tatsache, dass beispielsweise Dozenten oder Leute, die letztendlich diese Normen schulen, ja, einfach meiner Meinung nach tendenziell zu wenig Praxiserfahrung besitzen. Ja. Mit Praxiserfahrung meine ich was? Ja, ich meine einfach direkt in einem Betrieb zum Beispiel zu arbeiten, diese Situation aus dieser Richtung auch zu kennen und die Norm dann letztendlich so aus diesem Standpunkt auch anzuwenden. Ja. Ich nenne dir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Jetzt musst du ehrlich mit dir sein und musst du ehrlich antworten quasi auf diese Frage. Habt ihr in euren Besprechungen, in euren Meetings jemanden, der Besprechungsprotokolle anlegt und schreibt? So, jetzt wirst du nachdenken und wahrscheinlich wirst du sagen, ab und zu mal, ja. Und da ist im Prinzip das Thema, ja? Weil wenn du jetzt in so Schulungen reingehst und mal hinterfragst, ja, brauchen wir denn eigentlich Besprechungsprotokolle? Muss das dokumentiert sein? Ja? Will die Norm von uns, dass wir im Bereich Kommunikation zum Beispiel, Kapitel Kommunikation, dass wir solche Besprechungsprotokolle erstellen als Nachweis? So, und ich kann dir sagen, nein, will sie nicht. Aber das ist dann letztendlich so eine Situation, ja, wo dann beispielsweise jemand, der wenig Praxiserfahrung hat in dieser Ecke, durchaus sagen könnte, ja, müsst ihr haben. Ja. Oder ein Berater beispielsweise sagen könnte, ja, müsst ihr haben, müssten wir machen, müssen wir müssen ein Template erstellen. Und da muss jedes Mal jemand mitschreiben. Ja. Und ich sage, es gibt auch andere Möglichkeiten, beispielsweise über E-Mail-Kommunikation, ja, oder handschriftlich, Handnotizen, ja, oder sonstige Möglichkeiten. All diese Themen sind eher praxisorientiert wie jetzt, als jetzt theorielastig, sage ich mal. Ne? Die alte Schule, ne, die alten Revisionen der Norm, die verlangt mehr an solchen Tätigkeiten, aber die neuen aktuellen Versionen der ISO 9001 beispielsweise gibt da andere Möglichkeiten. Und da ist nämlich der Punkt, wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich möchte eigentlich, will ich eine Schulung haben, wo genau diese praxisorientierten Dinge auftreten und auf die man sich quasi stürzt und nebenbei halt die Norm mit erfüllt, dann wirst du lange suchen müssen. Ja. Warum? Weil viele Schulungen, die ich kenne, eher so diesen Theoriecharakter haben. Du musst letztendlich dann hergehen, beispielsweise ein freies, noch zu buchendes Seminar finden, beispielsweise. Ja, in der Regel sind das ja Präsenzseminare, ja, die über mehrere Tage gehen. Ja. So, jetzt musst du erstmal in deinem Daily Business, in deinem Tagesbusiness einen Zeitraum finden, der überhaupt passt für dich, ne? Rein organisatorisch. Dann musst du erstmal quasi einen Zeitraum finden, der sowohl für dich passt, als auch für den Veranstalter passt. In der Regel sind ja diese Schulungen auch ausgebucht bis in die nächsten 6 Monate rein oder so. Ne? So, und dann hast du letztendlich einen Termin, der nicht jetzt quasi stattfindet, sondern erstmal in einem halben Jahr oder sowas. Ja? Und dann, also das ist schon mal ein Riesending. Ja? Also letztendlich brauchst du diese Information heute und jetzt am besten sofort, ja?
Aber du musst noch ein halbes Jahr warten, bis du diese Schulung wahrnehmen kannst. Ne? So, und dann hast du noch den ganzen Kostenblock, der da dahinter hängt letztendlich, dass du direkt vor Ort fahren musst. Ja, in der Regel ist es dann vielleicht nicht um die Ecke bei dir, sondern vielleicht musst du da hinfliegen oder hinreisen mit dem Zug oder mit dem Auto. Ja, das heißt, alles Zeit, was da drauf geht, auch die Reisekosten, die da eine Rolle spielen. Und bist dann erstmal vor Ort in einem Hotel. Ja, und wenn dann eine Schulung dabei rumkommt, die dir persönlich nichts bringt oder wenig bringt, na dann viel Spaß. Ne? Und es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst mich gerne kontaktieren zu dem Thema. Ich habe da den einen oder anderen Hinweis gegeben. Den kann ich dir geben. Ne? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Ne? Und in der Regel ist es nicht verkehrt, im ersten Anlauf erstmal sich selbst schlau zu machen, ja, sich die Norm zu beschaffen, sich einzulesen in die Norm, ja, und dann die Möglichkeiten abzuwägen, was für Optionen auf dem Tisch liegen, um eine Schulung quasi anzugehen. Ne. Ich kann nur sagen, dass es es scheitert häufig am Kostenblock, sage ich mal, ja, aber im Nachgang betrachtet. Ja, also die ersten Kosten, die da im Raum stehen, sind ja die Seminarkosten. Ne? Aber wenn man beispielsweise diese ganzen Anfasszeiten dazu rechnet, wenn man im Prinzip noch dazu rechnet, diese ganzen Übernachtungskosten etc. Ne? On top und dann die Ausfallzeit, ja, man ist dann 3 Tage nicht verfügbar quasi und so weiter, dann spielen eigentlich die Seminarkosten keine große Rolle, nicht die Hauptrolle. Ja? Und es gibt halt Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Ich habe zum Beispiel einen 100% kostenfreien, eine kostenfreie Schulung erstellt, die du bei mir, wo du dich anmelden kannst. Ne? Und da gehe ich ein auf alle Kapitel der Norm, ne? Also auf alle Hauptkapitel der Norm. Ne? Ich sage dir, innerhalb von kurzer Zeit, ja, weißt du, was im Kapitel 4 oder Kapitel 5 beispielsweise drinsteht? Und das ist etwas, das, dazu habe ich mich durchgerungen, so eine entsprechende kostenfreie Schulung für alle anzubieten. Und melde dich gerne an und schau dir diese Präsentation an. Ich würde mich definitiv freuen. Ich lasse den Link in der Beschreibung da. Schau vorbei, melde dich an und lass dich schulen. Und zwar von jemandem, der einfach diese Praxisorientierung auch hat. Also ich halte einfach nichts von diesem Theorie-Geschwafel. Ja. Das kann man auch alleine im stillen Kämmerlein machen, sage ich mal, diese ganzen ISO-Normen durchlesen etc. Das ist überhaupt kein Thema. Mir geht es mehr darum, wirklich so die Praxis zu leben, wie an dem Beispiel, was ich dir vorhin gesagt habe. Dass man nicht unbedingt jetzt beispielsweise jemanden benötigt, der ein Protokoll erstellt, ein Minutes of Meeting oder sowas. Ja, kann man haben, muss man nicht haben. Ja. Aber es ist nicht notwendig. Ne? Und genau solche Beispiele gibt es einfach überall. Ne? Prozesslandschaft beispielsweise ist ein Thema. Management Reviews sind solche Themen. Alles Bereiche, wo man sich zu viel auf die Fahne schreiben kann, ja, was dann im Prinzip mehr Last ist als Entlastung. Und ein Managementsystem soll entlasten und unterstützen und das Unternehmen auf eine weitere höhere Stufe bringen. Ja. Und ich kann dir nur sagen, schau es dir an, überleg dir gut, was für Seminare du buchen möchtest, wenn du so ein Präsenzseminar beispielsweise haben möchtest. Ja. Ich kenne so viele Leute, die im Prinzip zig Ordner da mit nach Hause ins Unternehmen genommen haben, ja, und die verstauben. Ja. Die einfach nur verstauben und keinen interessiert, was da drin steht. Ja. Und das, ob das so eine Dings ist, ob das so eine richtige Vorgehensweise ist, sei mal dahingestellt. Es gibt Möglichkeiten und ich habe dir eine genannt, eine kostenfreie Ausbildung im Bereich ISO 9001, die du innerhalb von einer Stunde, ja, sagen wir mal, abwickeln kannst, ja, und zwar nicht mit Anreise und Hotel, sondern direkt hier vor Ort an deinem Rechner. Klicke auf den Link einfach, den ich dir in der Beschreibung hinterlasse und melde dich an, schau es dir selber an und hinterlass mir einen Kommentar in dem Video. Genau, insofern, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach der richtigen Schulung für dich. Ja, das Ganze macht ja nur Sinn, wenn es auch sinnvoll für dich ist und nicht nur für das Unternehmen, ja, das, was die Schulung anbietet. Und viel Erfolg bei der Umsetzung, wenn du noch vor der Umsetzung der ISO-Norm stehst, ja, oder halt viel Erfolg im Rahmen der Aufrechterhaltung. Genau, insofern viele Grüße aus Düsseldorf und bis zum nächsten Video.
Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.